sind gespannt. Das hört sich schon stimmungsmachend an. München. Vor 2 Wochen wurde Dennis aus dem Gefängnis entlassen. Dort saß der 28-Jährige die letzten 3 Jahre wegen räuberischer Erpressung mit gefährlicher Körperverletzung. Heute bezieht er seine erste eigene Wohnung. Schon während der Haftzeit hat sich Dennis gemeinsam mit einem Sozialarbeiter um das Einzimmer-Apartment gekümmert. Das waren harte 2 Wochen, war viel zu tun, ja, viel zu machen, viel zu reden, vorhin viel zu schleppen, heute früh aufzustehen. Stiefpapa Marco hilft beim Einzug. Früh aufstehen war schon großes, also das war das erste große Problem schon. Wäre es garantiert bei mir gewesen auch. So, morgens aufstehen. Wie viele Jahrzehnte habe ich denn damit jetzt gekämpft? Also eigentlich habe ich 25 Jahre drauf geschissen. So, ich stehe um 2 auf, nerve mich nicht. Aber ja, fühle ich. Ich fühle ihn voll. In den Kisten findet Dennis viele Erinnerungen aus seiner Jugend. Bevor er mit 16 Jahren heroinabhängig wurde, war er ein ambitionierter Sportler. Alles Fußball-Jugendturniere. Meister 2003. Cool. E-Jugend, 2. Platz, Bruckberg. Schau das an. Da, schau dir das an. Das Original aus dem Olympiastadion damals habe ich das bekommen. Auch sein alter Freund Luca will Dennis heute beim Einzug unterstützen. Er kommt zum Tragen helfen, mein wahrer Freund. Ja, normal. Gell? Komm, machen wir das, oder? Das ist nur vorher dabei. Du staunt, oder? Hast du die Dübel mitgenommen? Nein. Heizen wir uns ein. Ja, Mann. Ja, mein bester Freund kommt zum Tragen helfen, aber vollkommen bekifft ist. Ja, was hat er sich denn vorgestellt, dass er jetzt nüchtern kommt, sein Kumpel? Und darauf hast du doch auch gepocht, mein Freund. Dass er was zu rauchen mitbringt. Wenigstens was zu rauchen. Worum geht's in der Doku? Sagt die Überschrift. Kriminell, weggesperrt, entlassen. Was hat sich geändert? Verdammt nochmal. Oder halt auch nicht. Kumpel Luca raucht einen Joint. Dennis trinkt Bier. Es ist 9:30 Uhr morgens. Ah, Helles. Ahoi, wir sind aus Examen. Zum Frühstück. Dennis bekommt Arbeitslosengeld 1 in Höhe von rund 900 Euro. Davon gehen 650 Euro für die Miete ab. Ah, okay. Die Agentur für Arbeit unterstützt ihn zusätzlich mit einer Erstausstattung im Wert von 800 Euro. Das ist jetzt nicht so der Hit, das ist so auch Berlin-Kategorie, ne? So das Minimum. Ja. Wenn ich mir vorstelle, was ich gekriegt habe, ich bin damals... Ich habe, als ich mir eine Erstausstattung, die ich dann komplett in Drogen investiert habe, meine Erstausstattung, nachdem ich aus Hameln entlassen worden bin, habe ich, glaube ich, 7.000 Mark insgesamt gekriegt. Mark. So, für die Erstausstattung, also für Möbel, dies, das, jenes, so. Für eine Bude, die ich noch nicht mal hatte. So locker saßen die Gelder damals noch, ne? Heute, Alter, ich werde das so hart kontrolliert. So kein Wunder gibt es diese Sozialschmarotzer. Also, weißt du, auch schon seit 30, 40 Jahren irgendwie haben die Leute das für sich entdeckt. Ich habe das gar nicht gerafft damals. So, ich habe den Wert auch gar nicht zu schätzen gewusst. Ich habe die Kohle einfach verballert und gut war. So hat nur eine Woche gedauert, glaube ich. Die ersten Sachen jetzt in meiner Wohnung angekommen. Man kann jetzt noch nicht sagen, das Ganze nimmt Gestalt an, aber... Langsam geht was voran. In München. Die sah aber recht schön aus, die Wohnung. Also die war, das war jetzt nicht so noch weh in das, was ich dann immer ziehen musste. Irgendwie gefühlt. Ist Ex-Häftling Dennis heute in seine erste eigene Wohnung gezogen. Das will er jetzt mit Freunden feiern. Beim Alkohol soll es dabei aber nicht bleiben. Natürlich nicht. Ein bisschen müde heute. Das heißt, ich bin richtig müde. Gestern zu viel getrunken. So muss ich nachtanken, dass wieder die Fittigkeit auftaucht. Spätestens nach dem Coca-Konsum kommt die Fittigkeit wieder. Toll, wir haben die Oma verpasst. Super!
Der 28-Jährige will erneut. Alter, das ist so gruselig, wie ich mich jedes Mal, wenn ich solche Dokus mit solchen Vögeln mir angucke, mir selbst erkenne, wie dämlich ich war auch ganz oft. Genau so. Nächsten Morgen, Alter, Kopfschmerzen, ey, bestimmt nicht vom Saufen, direkt nochmal eine oben drauf. Und wenn es jetzt nicht hilft, dann halt das Koks, ey, das macht es auf jeden Fall wieder glatt. Und scheiße, jetzt haben wir die U-Bahn verpasst, du Wichser, weil wir es darüber geredet haben. Was soll das? Es ist echt hart, ey. Also so dieser Eindruck, der erste Eindruck, den Dennis heißt er, ne, auf mich macht, Dennis wird mindestens wie ich noch 3 Runden drehen, bevor er es gerafft hat. Und dann ist er so Mitte 30, Mitte, Ende 30, alles tut weh, alle Muskeln sind kaputt konsumiert, nichts funktioniert mehr so wie es soll und jetzt würde er gerne ein neues Leben führen. Aber er macht halt auch direkt den Eindruck, der liebe Dennis, als wenn er Bock hat auf ein paar Runden schon. Genauso wie ich. Er hat richtig Bock noch mindestens 2-3 Runden zu drehen. Und sich dann so langsam zu fragen, Alter, was ist denn hier los? Kokain konsumieren. Neben Kokain den gesundheitlichen Folgen richtig. Des Drogenkonsums riskiert Dennis damit auch seine Freiheit. Sollte die Polizei ihn erwischen, droht ihm eine Verurteilung aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ja, mein Bruder holt jetzt Jejo. Und dann geben wir uns die Kante heute noch mal. Ja, jetzt habe ich einmal was genommen, jetzt nehme ich halt noch mal was. Mein Gott. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt Zeug nehmen. Ich kann jetzt ihn Jay holen lassen und die Jungs ziehen lassen, ohne dass ich was nehme. Aber ich habe keine Pissauflagen, ich bin komplett freier Mann. Mein Plan steht, wenn man selber für sich vereinbaren kann und man weiß, man bleibt nicht wieder drauf hängen, dann kann man sich das schon gönnen. Wenn man weiß, man bleibt, diese Dinger sich das schön zu reden. Also er ist noch an dem Punkt, wo er sein Gesicht sagt, er glaubt ernsthaft daran, dass er das jetzt dann, er macht das nur ein, zweimal. Das mit Ernst in der Stimme. Ja, ich erinnere mich an mich, die letzten 10 Jahre, wo ich eigentlich nicht mehr konsumieren wollte, weil ich könnte ja jetzt clean bleiben, irgendwie oder mal ein paar Tage durchziehen wenigstens. Habe ich das nur noch mit dem Grinsen? Also ich konnte es gar nicht mehr im Ernst sagen. Ich konnte mich selber nicht mehr für ernst nehmen, wenn ich das gesagt habe. Weil ich gerade schon auf dem Weg bin, mir ein paar Becken zu holen. Genau wie er. Aber er vertritt diese Meinung nur noch ernsthaft. Hey, ich mache das jetzt nur ein, zwei Mal, wirst du sehen, Junge, und dann geht es nur noch bergauf. Es ist der Teufelskreis einer jeden Sucht. Dennis glaubt, dass er seine Abhängigkeit unter Kontrolle hat. Doch bereits 2 Wochen nach seiner Entlassung bestimmen Drogen wieder seinen Tagesablauf. Alles dreht sich nur darum, wann und wie er sich den nächsten Rausch verschaffen kann. Was machen wir? Hotbox im Aufzug. Die Freunde treffen sich in der Wohnung von Kumpel Luca. Hier stinkt alles, Alter. Hier stinkt es richtig nach Marihuana. Nach THC stinkt hier alles. Nach Gift. Hier stinkt alles nach Gift. Er muss das unbedingt hervorheben, dass da jetzt in der Wohnung gekifft wird, der Idiot. So, das hätten auch die vom Team gemacht. Wenn ihr einfach nur reingegangen wärt und in der ganzen Wohnung riecht es so stark nach Marihuana, dann wäre das wie... Er muss unbedingt das alles betonen, dass das jetzt so ist. Und dabei haben sie nur an, weiß nicht, 0,9 in der Bude liegen, Alter, und machen da jetzt so eine Herbert voll. Das ist echt unangenehm. Eine reine Kifferhülle, schön sauber, sehr schön, so will ich das. Vor 3 Jahren wäre Dennis fast an einer Überdosis Heroin gestorben. Seit er in Freiheit ist, nimmt er wieder verschiedenste Drogen. Dabei kann gerade der Mischkonsum lebensgefährlich werden, da sich die Wirkung der Drogen gegenseitig verstärkt. Jetzt hau ich mir den Nack rein und das war's. Heute Party, morgen ausnüchtern. Im alten Freundeskreis fällt der Ex-Straftäter in seine 08 Koks und 09 Gras. Ey. Das ist eine ganz arme Nummer, Jungs. Eine früheren Verhaltensmuster zurück.
Alle Anwesenden saßen bereits mehrere Jahre im Gefängnis. 508 gewuchsen, krass. Wie viele Jahre hast du insgesamt? 2x2 hatte ich. 2x2, okay. Du hast die 3,9 gemacht und 9 Monate nochmal, das war alles? 3 Jahre, dann 9 Monate. Aber nicht ein Stück. Und du hast sowieso nur 2 Jahre oder so? Nein, nur. 7 und 4 sind 11 und 4 sind 15. Und du warst insgesamt? Weiß ich nicht. Insgesamt? 4-mal. Ein Jahr, 1,5 Jahre insgesamt. 2 Jahre? Ja, zu viert haben wir 17 Jahre weg. Ich habe 7. Also einmal Ding. Bestes lebenslänglich zusammen. Ja, und jetzt trinken wir erst einmal einen Schluck. Willst du was trinken? Ich, also vermutlich ärgere ich mich gerade auch ein bisschen über meine eigene Dummheit. Also, weil ich ähnlich stumpf und ignorant war wie der Dude. So, ich wollte es einfach nicht wissen und nicht raffen. So. Und ja, ich hätte mich und meine zwei Kumpels auch gefeiert, ja. Auf 08 und 09. In dem Alter. Aber ja, darf wohl nicht wahr sein, ey. Aber was ich nicht getan hätte, ich hätte mich ihm ums Verrecken nicht vor die Kamera gesetzt in dem Alter. Um. Ja. Ja, vor 30 Jahren hätte sie keinen vor die Kamera locken können in dem Alter aus dem Milieu. Auch, dass es normal ist. Ja, ja, heute ist es normal, gefilmt zu werden. Denkt sich keiner mehr was bei, ne? Oder die wenigsten haben ein Problem damit, sagen wir es mal so. Die Mehrheit geht konform damit. Gruselig. Gruselig. Ich hoffe, Dennis rafft es unterwegs irgendwann. Der die sag ich, oder? Mhm. Der zieht jetzt erstmal den Lack auf meine Freiheit, würde ich sagen. Oder? Bist dabei? Die Abwärtsspirale beginnt von vorn. Dennis riskiert sein Leben in Freiheit. München. Ex-Straftäter Dennis ist vor 4 Wochen aus der Haft entlassen worden. Der 28-Jährige ist auf dem Weg zu seiner Familie. Wir gehen jetzt ein bisschen, ich weiß nicht. Mit Sonnenbrille und Esperados in der Hand auf dem Weg zur Familie. Völlig durchgefeiert. Das war das letzte bisschen hier. Wie sagt er? Das letzte bisschen Privatsphäre war hinter der Sonnenbrille. So, bloß nicht erwischt werden. Die Forstweiher oder was das ist, da gehen wir jetzt halt hin und tun ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen reden, Zeit mit Familie verbringen. Das ist schon ein paar Jahre her. 3 Jahre, dass wir irgendwo entspannt im Park gegangen sind oder so. Das sind die einzigen, die immer stehen. Familie steht immer, Freunde kommen und gehen. Gangster! Hey Gangster! Machen wir einen Familienausflug. Schwester Jessica und Mutter Diana haben lange auf seine Entlassung hingefiebert und unterstützen ihn bei seinem Start ins neue Leben. Die haben sich aber bestimmt was anderes vorgestellt, die beiden. Wenn der Dennis heraus war, dann war er zu gedröhnt. Das heißt mit Alkohol, mit Kiffen oder mit sonstigen Drogen. Und jetzt ist er klar und da bin ich dankbar. Dass nein, Mama, ist er nicht. Er kommt mit Sonnenbrille und Desperados in der Hand. Nein, er ist nicht nüchtern und klar. Sag mal, du standst so nah genug an ihm dran, hast die Fahne nicht gerochen. Sag mal, nimm die Brille ab. Meine Mutter hat sofort gesagt, nimm mal die Brille ab. Wie siehst du denn aus, Junge? Oh mein Gott, du stinkst nach Alkohol. Mensch, kannst du nicht einmal nüchtern kommen? Das hätte ich gehört von meiner Mutter. Aber ja, okay, sie traut sich nicht. Sie erzählt es der Öffentlichkeit gerade. Sie muss so tun, als wäre alles gut. Ja, toll lost. Die Mama tut mir leid, schreibt er. Genau. Ich stimme dem zu. Die Mama tut mir leid. Mal einen richtig schönen, gemütlichen, an einem schönen Ort einen Ausflug haben. Seine Familie weiß. Ganz kurz. Werden wir Bilder sehen, wie er auf dem Ausflug trinkt? Ja oder nein? Nein. Nein? Was sagst du? Wenn das ich bin, dann trinkt er.
Dennis nicht, dass er seit seiner Entlassung bereits rückfällig geworden ist und mehrmals Kokain konsumiert hat. Und? Nein, er hat Brötchen, aber der Stiefvater hat schon mal Bier in der Hand, Mama hat auch Bier in der Hand. Es wird gar kein Problem für ihn sein, ein Bier zu trinken. Prost. Prost. Dennis saß bereits ein Viertel seines Lebens im Knast. Auch für seine Mutter eine schwierige Situation. Schon als Jugendlicher begann er, Drogen zu nehmen. Ich würde sagen, erstens falsche Freunde. Da ist die Richtung. Also, es hat angefangen, Fußball, Verletzungen. Er konnte seinen Sport nicht machen. Genau. Da hat es angefangen. Das ist oft der Grund. Du verlierst den Halt. Ist ein soziales Gefüge, der Sport hält dich gerade, gibt dir eine regelmäßige Aufgabe, stellt Anforderungen an dich, was körperliche Fitness etc. angeht und so. Er muss dabei bleiben, hatte seinen Spaß auch, hat ja Medaillen gewonnen, Pokale oder was weiß ich, was er da vorhin gezeigt hat. So, wenn das wegbricht, im Grunde hätte man an dieser Stelle eingreifen können, noch wenn er sich vielleicht auch nicht zu dolle gewehrt hätte, mit einem Ersatz, der diese Lücke des fehlenden Fußballs, wenn er den nicht mehr spielen kann, aus gesundheitlichen Gründen, aufgrund von Knochen oder was auch immer, hätte ein anderes Hobby, was ihn ausfüllt, hätte die Situation schon retten können. Ist tatsächlich so. Wenn das der erste und entscheidende Grund war, ja, dass er konsumiert hat, nur weil es gerade mal Schmerzmittel braucht, ja, natürlich. Ja, trotzdem immer noch die Frage, trinkt er oder trinkt er nicht? Die Mama trinkt, der Stiefpapa trinkt. Das wäre vermutlich noch nicht mal kein großes Ding für Mama, auch wenn er einfach nur ein Bier trinkt oder so. Ist es ja eigentlich auch nicht. Also wenn man mal ehrlich ist, wenn er einfach nur ein Bier trinken würde, wäre ja das auch nicht das Problem. So, aber ein Bier ist so Aushilfskonsum, wenn er nicht wirklich konsumieren kann. Dann trinkt man halt Bier. Ich kenne das auch von mir. So, das sind dann so die legalen Drogen, die man so auch dann einfach offen präsentieren kann, egal wo man ist, drauf geschissen, ob das gut aussieht oder der Gesellschaft gefällt, was sie da sieht oder nicht, ist ja völlig unwichtig. So, aber es ist kein Strafbestand und ich muss es nicht verstecken. Ja. Also tatsächlich würde ich mich sehr freuen, wenn er bis zum Ende des Familienausflugs nicht mit Alkohol im Bild wäre, weil dann, das würde vermutlich auch deutlich zeigen, dass sie keine Möglichkeit hatten, das festzuhalten, weil sonst hätten sie es getan. Ich weiß, wie effekthascherisch diese Sender ihre Politik betreiben. Das weiß ich, also das kenne ich vom eigenen Leib. Ich denke mal eher, er trinkt dort mit Absicht nicht. Vor seiner Mutter. Er will was beweisen gerade, aber das sind anstrengende 3 Stunden. Ja, und durch das, dass er dann den Sport nicht mehr ausüben konnte, er hat dann eine Lehre gemacht als Bäcker, also im Verkauf. Und da hat er dann einen falschen Freund kennengelernt. Und dann ist er immer mehr auf die schiefe Bahn gekommen. Ich glaube, dass er einfach zu viel jetzt erlebt hat, Negatives. Also er war ja schon ganz unten, er war ja schon kurz davor, dass er fast gestorben wäre, droh. Ja? Und wenn dann Polizei an der Tür klingelt, wo ist einer Sohn? Und ich sage, ich weiß es nicht, ich konnte es mir nur vorstellen. Ja, der muss sofort gesucht werden, weil der hat eine Überdosis gehabt, der hat was gespritzt gekriegt. Der muss 24 Stunden jetzt unter Kontrolle sein, dass nichts passiert. Wie man da als Mama fühlt, das kann man in Worte gar nicht beschreiben, die Angst. Und ich glaube, dass du musst ganz tief unten sein, dass du wieder ganz nach oben kommst. Mutter Diana hofft, dass Dennis haftet. Ja, erinnert mich stark an die Formulierung meiner Mutter. So, also tatsächlich die indirekt Betroffenen, also die Familie, Mütter, vor allem die Mütter oder Ehefrauen oder Freundinnen oder so, direkte Partner irgendwie, die leiden halt ganz extrem mit unter der Sucht des Partners.
Das ist bestimmt alles. Auch ich habe jahrelang gesagt, Mensch, lass mich in Ruhe, ey. Das ist doch mein Scheißproblem. Was juckt dich das denn? Ist doch mein Leben. Aber ja, wenn man emotional verbunden ist, dann tut einem das mehr als weh. Ach so, dass er keinen Alkohol bei seiner trinkt, wenn andere um ihn herum trinken. Ja, hat er bis jetzt nicht getan. Ich schätze, dass das Abschlussbild des Familienausflugs und die Abschlussworte von Mama. Und dann, ja, gut, er hat nicht getrunken. Auch dein Tipp. Hat er aber recht, das finde ich schon, da sieht man auch, dass der Familie nicht so das wahre Problem bewusst ist. Weil sonst hätten sie gesagt, okay, wir trinken alle. Wir trinken alle nicht, genau. Wir machen einen Ausflug und alle bleiben nüchtern. Ich weiß, mein Sohn hat ein Suchtproblem, genau. Kann alles das auslösen. Ja, genau, es wird ihm vormachen, okay, das ist normal oder das wäre gerade angebracht. Normal ist es ja auch, also nie konsumieren ist ja auch im Normalfall nicht normal. So, also im Normalfall konsumieren Menschen, Punkt. Ja, so, die Art und Weise und dass es halt nicht immer angebracht ist und es viel, also die meisten Momente ohne Konsum eigentlich stattfinden sollten. So. Das fehlt halt vielen Eltern die Aufklärung, dass dieser normale Umgang zum Beispiel mit Alkohol bei den Kindern auch zur Normalität führt. Ja. Es ist okay, Alkohol zu trinken, und da muss man denen erklären, das kann zu weiterem führen. Ja. Punkt. Entlassung ein Neuanfang ist und er keine harten Drogen mehr konsumiert. Ich bin schwerst suchtkrank gewesen. Ich bin Heroin gespritzt in der letzten Ecke. Ich fasse keine Nadel und kein Heroin mehr an. Aber ich werde definitiv mal wieder einen Joint rauchen. Irgendwann. Aber da plane ich jetzt nichts. Das passiert halt. Das habe ich gestern schon gemacht mit meinen Kumpels, 3 Nasen und 5 Jollen geraucht. Aber das kann er jetzt natürlich von Mama auch nicht sagen. Obwohl das Ehrlichste gewesen wäre. Weil das Kamerateam weiß, dass er gerade lügt in die Cam, oder? Das ist jetzt nicht der Plan. Nee, haben wir schon durchgezogen und nachher wartet auch wieder einer. Es ist zwar nicht der Plan, passiert trotzdem. Das ist so hart. Genau das habe ich mit meiner Mutter auch durchgezogen. Ich saß dann da und habe ihr gesagt, was sie hören wollte, und dann bin ich gegangen und habe gemacht, was ich wollte. Oder was genau das Gegenteil von dem, was ich erzählt habe. Ich denke mal, es ist auch ein Teil, man will seine Eltern nicht verletzen. Ja, natürlich, das war es bei mir auch. Was soll ich Mama das sagen? Hoffnung, dass es vielleicht auch so passiert. Was soll ich denn Mama... Also damals hatte ich nicht die Hoffnung, dass das so passiert, aber war klar, das passiert genau so, wie ich das im Kopf habe, aber nicht wie ich hier das erzähle. So, das war klar. Das ist echt so, also jetzt verstehe ich ja auch, dass sie sich, wie konntest du so oft so gemein zu mir sein? Das verstehe ich, wenn ich ihn dabei beobachte, wie er seine Mama verarscht, dann könnte ich ihm direkt einklatschen. Ne? So, was soll das, du kleiner Idiot? So, Mama gibt sich alle Mühe, lässt sich sogar von den Idioten erfällen. Aber ja, es ist einfach auch unglaublich. Und wenn du, das ist das Ziel, wo es hingehen soll, so heile Familie. Aber es ist so gar nicht greifbar für ihn. Er hat die letzten Jahre, seine ganzen Entwicklungsjahre, prägende Entwicklungsjahre auch in der Pubertät im Knast verbracht. Was soll der denn sozial Gutes und Wichtiges und Richtiges gelernt haben? Aber ich würde es schlimmer finden, wenn er sich da jetzt hingesetzt hätte und gesagt hätte, das ist mir egal, ich habe gestern schon Nasen gezogen, kommt drauf klar. Das hätte ich schlimmer gefunden. Ich glaube, dann sind die... Er hätte das auch anders verpacken können. So, er hat das Thema angesprochen. Er hätte es gar nicht sagen müssen. Verstehst du? Er hätte nicht sagen müssen, dass das... Es geht da nur darum. Deswegen drehen die dort. Ja. Natürlich kommt das zur Sprache. Ja. Also das würde mich echt mal gerade interessieren, ob er nebenbei gesagt hat, hey Mama, weil man zieht sie ihm doch auch an. Dann wären die gegangen. Ja, meine Mutter wäre auch gegangen. Halt einfach, aber erstmal ist wichtig, einen strukturierten Tagesablauf zu kriegen, dass es mit der Arbeit passt, die Wohnung einrichten. Ab Montag habe ich das mit meinem Kollegen ausgemacht, dass nicht mehr getrunken wird. Am Montag fangen wir mit dem Training an. Okay. Ich bin gespannt. Ich liebe dich. Ich glaube, Mama. Und jetzt gehen wir spazieren. Ja. Jetzt lassen wir die nicht so. Das ist ja Familienausflug.
Dennis hängt an seiner Familie. Trotzdem belügt er sie weiterhin, was seinen Drogenkonsum betrifft. Ich habe einen Nervenzusammenbruch gerade. Resozialisierung, ne? Das Reporterteam erhält unerwartet ein Handyvideo von Dennis. Der 28-Jährige ist vor 10 Wochen aus der Haft entlassen worden und wollte mit der Hilfe seiner Familie die kriminelle Vergangenheit und den Konsum harter Drogen hinter sich lassen. Komm rein. Servus. Doch der ersehnte Neustart verlief nicht wie erhofft. Scheiße, Mann, fuckt mich ab, die Wichse. Meine Schwester keinen Kontakt, meine Mutter keinen Kontakt. Dennis' Schwester war 6 Jahre alt, als er das erste Mal in den Knast musste. Die hat am 25. ihren 18. Geburtstag gehabt. Jetzt war ich 7 Jahre nicht da. Also insgesamt 7 Geburtstage von ihr. Und an ihrem 18. bin ich endlich da und dann will sie mich nicht da haben, ja. Weil ich habe ja am Anfang auch, wo ich die Wohnung gehabt habe, die ersten 2 Wochen also als ich die Wohnung hatte, bei meiner Mutter gepennt. Beziehungsweise bei meiner Schwester im Zimmer wollte ich halt ein bisschen Zeit nachholen, sagen wir jetzt mal. Ja, und immer haben die gesagt, um 10 Uhr da sein. Ich so, hey, ich bin nicht mehr im Knast, sage ich zu meiner Mutter. Entweder gibst du mir einen Schlüssel oder ich komme nicht um 10 immer pünktlich nach Hause. Wenn ich was machen will, dann mache ich was. Ich will da bei dir übernachten, ihr wollt es auch, also gibt's mir einen Schlüssel. Ja, und dann war halt ernste Diskussion, irgendwann muss ich mir anhören, dein Wort hat keinen Wert und deine Familie ist dir nicht wichtig und sowas. Sowas kam dann von denen her. Und ja, weil du stellst Ansprüche, die dir nicht zustehen. Du hast kein Recht auf einen freien Zutritt in dieses Leben, zu dem du schon 7 Jahre nicht mehr gehörst. Das ist einfach so. Sei froh, dass die Tür für dich offen ist. Und wenn die Regel sagt 10 Uhr, dann ist sie verdammt nochmal 10 Uhr. Fang nicht an, mit Scheiße zu diskutieren. Du kommst gerade aus dem Knast, halt dich an die Regeln, Junge. Also würde ich heute zu ihm sagen. Oder zu mir. Ja, das ist auch genau mein ignorantes Verhalten gewesen. Das funktioniert einfach nicht. So kommst du nicht vorwärts im Leben. So. Und im Grunde weiß er jetzt, die Schuld für diesen emotionalen oder familiären Bruch wieder, der da ist, direkt den Beinen zu. Weil, ja, sie wollen ihn ja nicht da haben, weil er, nur weil er mal länger draußen bleiben möchte. Nee, vermutlich war das jeden Tag so, dass du einfach irgendwann mitten in der Nacht und morgens um 3 nach Hause kommst, an deinen Kühlschrank gehst, die Küche voll saust, genau wie ich, und dann glaubst du morgens und dir mit der Sauerei im Hintergrund, die du gemacht hast, ist alles cool, mach die Alte schon weg und so, oder noch nicht mal das gedacht hast, sondern einfach nur dich hinter dir nicht aufräumst und kommst und machst und tust, was du willst, so reinplatzen in andere Leben und alles durcheinander bringen, so. Genau das tut er und merkt es genauso wenig, wie ich das damals gemerkt habe. Blöd. Vor 10 Wochen am Tag seiner Entlassung machte Dennis seiner Familie große Versprechungen. Ich mache 2 Wochen lang keine illegalen Aktivitäten. Ich werde auf jeden Fall kein Gras mehr rauchen, keine Spritze mehr anfassen und schon gleich 3-mal kein Heroin. Doch schon einen Tag später wurde Dennis rückfällig und konsumierte Kokain. Das ist meine erste Nase in Freiheit und das ist gleich ein Brett. Das ist ein richtiges Brett. Seine Familie vertraute Dennis' Aussagen. Doch seit einigen Tagen ist das Verhältnis zu seiner Mutter und seiner Schwester völlig zerrüttet. Die wollen keinen Kontakt mehr mit mir. Es kam so eine SMS, komm, ich zeig's euch, mir ist scheißegal. Lissi, so eine SMS kam. Mutter Diana hat herausgefunden, dass Dennis wieder regelmäßig Drogen konsumiert. Meine Mutter, gesegneten Tag wünsche ich dir. Ist es denn so schwer zu verstehen, dass ich weiß, dass du so großes Potenzial hast, ein schönes, erfolgreiches Leben zu führen? Ich liebe dich, weil du mein Sohn bist. Und ich wünsche mir nur das Beste für dich. Und du wieder von deinem Weg. Und du dich nicht wieder von deinem Weg abbringen lässt durch Dinge, die dir nicht gut tun. Ist es denn so schwer zu verstehen, dass eine Mom sich nur das Beste für ihr Kind wünscht?
Denk mal darüber nach, ob du heute hier und jetzt den für dich richtigen Weg eingeschlagen hast. Deine dich immer liebende Mom. Das hat sie noch super nett formuliert. Super, super nett. Solltest du einfach stumpf drauf hören. Das solltest du mal auch drüber nachdenken. Ja, natürlich, Melle, OG99, natürlich ist es schwer, im alten Freundeskreis drogenfrei zu bleiben. Aber dann musst du, wenn dir das nicht gelingt, das probieren die meisten immer zuerst, wieder zurück in ihr Leben, bla bla bla, einfach nur nicht mehr konsumieren. Oft ist es so, dass es einfach eine Neustruktur braucht und die beginnt schon mit einem Umfeldwechsel. Das macht es dann halt auch oft auch etwas leichter für den Betroffenen. Also in eine neue Stadt zu kommen bedeutet halt auch, erst den neuen Kontakt zu finden, dies, das, jenes. Wenn man dann wirklich den Vorsatz hat, clean zu bleiben, sucht man ja auch nicht nach den Kontakten. Die ergeben sich dann eventuell, wenn man irgendwie seine Stadt kennenlernt und durch die Innenstadt streift, ergeben sich die Ecken und dann ist die Kraft gefragt, nein, behalt mal deine Nummer, nein, ich will deine Nummer nicht, nein, ich will das Pack nicht. So, dann beginnt halt diese Nummer und ja, und dann der nächste Schritt und der nächste Schritt und der nächste Schritt, bis man halt in einem sicheren Leben angekommen ist, dass man sich so selbst gestaltet hat und dass man auch so fühlen möchte. Ja. Also ich sehe seine Strecke auf jeden Fall noch vor sich, so, die er vor sich hat. Die kann man deutlich sehen. Also ich würde jetzt mal sagen, von 10 schwerst Heroin-Ex-Abhängigen, die wo dann geschafft haben, nichts mehr zu nehmen, wenn die so Probleme mit der Familie haben und solche Sachen auf ihnen eintreten, ich glaube, jeder wird wieder anfangen zu spritzen. Ich bin aber echt glücklich und froh darüber, dass ich es schaffe. Nicht jeder, mein Freund, wie wir sehen. Also ich hier, der Kommentator, habe damit nicht wieder angefangen. Nur weil ein emotionaler Rückschlag kommt. Weil das gehört im Leben dazu. Und das ist die große Kunst. Lern mit deinen negativen Gefühlen umzugehen, um dann auch mit deinem Konsum zurechtzukommen. Natürlich hat, also ich habe das Recht auf freien, ich bin erwachsen, ich möchte das Recht auf freien Konsum haben. Aber das Recht auf freien Konsum, das möchte ich halt in Zukunft nur nutzen, wenn ich gesund und kräftig bin und genau weiß, was ich tue und das nicht so eine Verzweiflungstat ist, nur um nichts zu fühlen. Das macht nämlich keinen Sinn. Ansonsten, ja, wie gesagt, ihr kennt mich, ich bin kein militanter Gegner vom Konsum. So. Ich trinke gerne mal ein Bierchen, zurzeit so gut wie gar nicht, so seit Anfang des Jahres trinke ich so gut wie gar nichts, eigentlich 3 Liter Tee am Tag, da passt nicht mehr viel Bier rein obendrauf, so, sonst hänge ich nur noch auf dem Klo rum. Aber ja, so nach und nach lernt man sich erkennen und tut sich dann irgendwann auch gut und ganz auf Rausch verzichten war nie meine Parole und den meisten Menschen geht es so.